In Rohrbrunn wurde am 30. Oktober 2020 das neue Biohofgut Laschalt eröffnet. Das Biohofgut besteht aus Gasthaus, Hofladen mit Produkten aus eigener und regionaler Produktion und Gästezimmer für Touristen. Neben einer eigenen Schweinezucht werden zahlreiche Obst- und Gemüseprodukte vor Ort von der Familie Laschalt hergestellt. Das Biohofgut vereint alle Komponenten, die von Einheimischen und Touristen an der Region geschätzt werden. Die Direktvermarktung der eigenen Produkte hat im Burgenland Tradition. Die Gäste bekommen hier die hochwertigen landwirtschaftlichen Produkte frisch auf den Tisch, so die Landtagspräsidentin. Also wir dürfen sehr, sehr herzlich gratulieren. Dankeschön. Danke für die ganze Region, für Südburgenland, dass Sie diesen Weg eingeschlagen haben. Und das eine kann ich Ihnen sagen, der wird erfolgreich sein, der Weg. Aus meiner Erfahrung merke ich, dass die Konsumenten genau auf sowas stehen, was sie da machen. Ja. Ansprechend, freundlich, herrlich. Und mit den Produkten, die Sie da anbieten, werden Sie Erfolg haben. Und das darf ich Ihnen wünschen, Herr Bezirksvorsitzender. Ja, ich kann mich noch anschließen. Gratuliere euch. Ich bedanke mich, dass ihr das unternehmerische Risiko auf euch geholt habt. In der jetzigen Zeit nicht so ohne, ja. Und alles Gute. Wir bedanken uns auch für die Unterstützung. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ja, vielen herzlichen Dank. Ohne euch wäre es nicht gekommen. Ja, das ist auch wichtig und das ist gut so. Ja. Okay. Ab und zu bringen wir was zusammen. Kann immer ein Anschub sein. Frau Bürgermeisterin. Ja. Liebe Familie Laschalt, liebe Iris, liebe Martin, der Vizebürgermeister und ich möchte euch recht herzlich gratulieren, euch viel Erfolg wünschen zu eurem Traum. Ich habe da aufgeschrieben, herzlichen Glückwunsch zur Verwirklichung eures Traumes. Und das war es wirklich, wie du das erste Mal zu mir gekommen bist und gesagt hast, du hättest das gern gemacht. Da haben wir gedacht, naja, er kam schon früher rein, jetzt schauen wir mal, ob das überhaupt was gut hat. Und in so kurzer Zeit, das auf die vier Stellen, das ist ein Wahnsinn. Kein Mensch darf das in Rohrbrunnberg vermuten, dass da sowas steht. Ich wünsche euch viel Glück, wir wünschen euch viel Glück und viel Erfolg für die Zukunft und wir werden euch unterstützen, wo es noch geht. Dankeschön. Danke. Cool. Perfekt. Ja, ich möchte mir den Glückwunsch anschließen. Ich muss sagen, Gratulation zu diesem gelungenen Objekt, was ihr da hergestellt habt. Wirklich vom feinsten Lob. Ich wünsche euch auch alles Gute, alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Die Hausverbreitung bleibt. Das hat aber einen Hunger, für den muss ich das was ganz Besonderes. Ja, das ist ganz Besonderes, oder? Nein, Dankeschön. Wirklich nochmal danke für die Unterstützung. Ja, Frau Landtagspräsidentin, Sie setzen sich viel für das Südburgenland. Und heute haben wir wieder was Neues. Erzählen Sie uns ein bisschen. Das ist ganz, ganz wichtig und ich freue mich sehr, dass ich jetzt bei der offiziellen Eröffnung mit dabei bin. Ich habe die Familie Laschalt schon lange begleiten können und sie sind zu mir gekommen und haben gesagt, wir haben da was vor. Ist natürlich unglaublich, da steckt viel Arbeit, viel Investition, viel Mut dahinter. Ein riesiges Projekt, das hier die Familie Laschalt realisiert hat. Ich kann nur gratulieren, weil das ist das und das weiß ich aus vielen Rückmeldungen, was die Menschen brauchen. Zum Ersten, so nimmt man sich hier wirklich eine Auszeit mitten in der schönen Landschaft in Rohrbrunnbergen. Also schöner geht's gar nicht, fast kitschig. Zum Zweiten, unglaublich schöne Appartements. Ich weiß, dass der Wunsch von vielen jungen Familien ist, aber auch von älteren Generationen, sich so zurückzuziehen, die sagen, okay, Hotelzeit ja, aber jetzt möchte ich eine andere Auszeit, nämlich genau in Appartements, weil man selber was richten kann. Das natürlich in Kombination für Radfahrer, die da Rast machen können, was zum Essen, zum Trinken kriegen und wo man vor allem auch regionale Spezialitäten einkaufen kann. Denn viele Gäste jammern zu Recht, da haben sie recht und sagen, im Südburgenland, die würde man gerne ein Stück Erinnerung mitnehmen. Nur ich kriege so wenig, da gibt es jetzt ein breites Angebot und noch dazu im Bio und auch das macht das Burgenland aus. Also ich kann der Familie Laschalt nur gratulieren. Mir ist es bewusst, dass das sehr viele Jahre dauern wird, dass das Geld, das Incoming da ist, was sie jetzt da investiert haben, aber das ist genau das, was in Zukunft auch ankommt und ganz sicher angenommen wird. Und ich bin sehr froh, dass ich da ein Stück begleiten habe dürfen. Und wir haben natürlich auch über Förderungen geschaut, dass wir hier unterstützen können. Das ist gelungen, ein tolles Projekt. Was sagen Sie für die Zimmernamen? Normalerweise haben die alle Nummer und da ist ein bisschen anderes. Naja, genau, die Zimmernamen sagen auch das, wofür das Südburgenland und hier Rohrbrunnberg besonders steht.
nämlich für Bäume, für Landschaft, für Farbe. Und natürlich, das muss man auch dazu sagen, die Bäume, die einheimisch sind und uns, zu uns dazugehören, das ist sehr, sehr passend. Aber wissen Sie, worüber ich noch sehr stolz bin? Nämlich, dass hier die Menschen auch aus anderen Regionen kommen werden. Und ich bin sicher, dass auch viele diese 75 Euro ausnützen werden. Denn die 75 Euro gelten jetzt bis Ende Jänner für ganz Österreich. Und da wird man sich im Zwetschgenbaum-Appartement, genauso wie in allen anderen, sehr, sehr wohlfühlen und kriegt pro Tag noch 75 Euro pro Person abgezogen. Was will man noch mehr? Ein Angebot für ganz Österreich im Südburgenland, das gelungen ist. Und da war das versteckt. Und der ist deswegen so schief, weil der Raum da drinnen ist ein Schiebofen. Das ist mein Backofen, da ist der alte neue Ofen. Der ist noch von der Oma, auch im Betrieb. Den hat nur der Herr Lassen hergekriegt. Und oberhalb ist die Selk. Na, da wird nach wie vor gesellt. Frau Bürgermeisterin, immer kommt was Neues. Und das ich sage mal, das ist gut so. Und heute sind wir bei der Eröffnung von die Laschalt. So irgendwie. Wie sehen Sie das? Bereichert das Ihre Ortschaft? Ja, sicher. Also keiner vermutet, dass in Ortsteil Rohrbrunn sowas im Langenberg steht. Dass man, wenn man die Türe aufmacht, ist man total überrascht, was es da drin zu bieten gibt. Also wie die Familie Laschalt das hergerichtet hat, wie sie es betreibt, also einfach wunderschön und für die Ortsteil Rohrbrunn und für die Marktgemeinde Deutsch-Kaltenbrunn eine ungemeine Bereicherung. Viele Hotels haben Nummer bei ihren Zimmer. Da sind die Zimmer mit den Namen wie die Kirschzimmer oder Apfelzimmer, Birnenzimmer. Wie finden Sie das? Sehr schön. Das ist die ländliche Gegend, die das widerspiegelt. Das ist authentisch, ist das. Was wünschen Sie neue Besitzerin? Ja, alles Gute und viel Erfolg. Ich habe mir da erlaubt, die See ein bisschen was reinzutun, weil ich weiß, dieses Haus ist groß und braucht viel. Und ich hoffe, diese Dekomaterialien, die drinnen sind, tragen den Beitrag. Das Haus ist so schön. Ich glaube, ich brauche es aber nicht. Nur eine Kleinigkeit. Ja. Ich würde mit dir lernen, wenn Sie kommen. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke. Wieder was Neues gibt es in Südburgenland. Iris, ich glaube, Sie haben Ihren Traum jetzt erfüllt. Erzählen Sie uns ein bisschen daran. Ja, ist richtig. Ich habe meinen Traum erfüllt. Wir stehen jetzt vor dem Elternhaus von meinem Mann, das wir gemeinsam jetzt in unser Projekt umgebaut haben. Und zwar in ein Gasthaus, einen Nahversorgerladen und 4 Apartments von Urlaub am Bauernhof. Ihre Apartments schon richtig groß, schön eingerichtet. Aber Sie haben sich was anderes ausgedacht. Keine normale Nummer wie jeder Hotels, sondern? Das ist richtig. Ich war jahrzehntelang im Hotels tätig und habe gemerkt, dass die Gäste ganz was anderes suchen, wie sie teilweise vorfinden. Und wir haben unsere Apartments so eingerichtet, wie wir es gerne hätten, wenn wir auf Urlaub fahren. Das heißt, welche Zimmer hätten Sie gerne aus so Kirschbaum? Eigentlich alles. Hat jedes einen besonderen Charme, jedes irgendetwas anderes, eine Kleinigkeit nur. Es ist anders angeordnet. Sie sind sehr geräumig groß, das ist uns vor allem wichtig. Sie haben den besten Komfort, den man sich nur wünschen kann, so wie wir glauben. Und hoffen, dass sich unsere Gäste da auch richtig wohlfühlen. Aber Sie haben nicht nur gedacht auf die normale Gäste, sondern haben Sie auch gedacht auf die Behinderten. Wie schauen die Zimmer für die Behinderten aus? Die Zimmer für die Behinderten, wir haben ein Apartment für Behinderte, das im unteren Bereich behindertengerecht eingerichtet ist. Das Badezimmer ist ganz großzügig mit allen Ausstattungen, die für Behinderte gebraucht werden. Die Küche ist speziell angepasst und man kann sich auch als Behinderter bei uns so richtig wohlfühlen und auch die Gegend hier erkunden. Es ist alles ebenerdig, man kommt überall hin, wo man möchte. Und
Zimmer sind ausgerichtet für die Familie oder wie viele Personen kann man in ein Zimmer einbringen? In einem Apartment können 2 bis 4 Personen untergebracht werden. Und für die Kinder, wenn er mehr sind? Für die Kinder, wenn mehr sind, kann man ein Zustellbett und ein Gitterbett auch noch hinein. Die sind alle zwischen 65 und 80 Quadratmeter groß, ist überhaupt kein Problem. Ich habe gesehen, Sie haben seitlich das, wo die bisschen verlegte Zimmer ist, ein Körbchen gehabt. Ja. Erzählen Sie uns, was es mit dem Körbchen ist. Das Körbchen ist der Frühstückskorb, den unsere Gäste vor das Zimmer gestellt bekommen, mit den Produkten von uns gefüllt in der Früh zu einem bestimmten Zeitpunkt, den wir uns ausmachen, wenn sie ankommen. Und jeder Gast kann dann ganz individuell auf seinem Apartment frühstücken. Das ist nicht nur jetzt in Corona-Zeiten so geplant, sondern das war generell so geplant, dass man sich Zeit lassen kann, auf der eigenen Terrasse frühstücken kann oder jetzt auch im Winter drinnen im Esszimmer sozusagen. Naja, das Einzige, was noch bleibt, dass wir Ihnen wünschen, viel Glück und dass ein dauernd besetzt. Dankeschön. Landwirtschaftskammer macht auch immer wieder Kurse, Seminarbereinigungen machen das sehr gut. Das ist auch ein Thema. Ja, den hätte ich auf alle Fälle, nur ein kleiner Tipp, würde ich auch an Sie herantreten. Weil so ein Ambiente, da passt einfach aus. Super. Ich war ganz bewusst so gewählt, dass jeder seinen Platz hat mit allen Utensilien, weil ich habe schon viele Kurse besucht und dann geht immer die Sucherei los. Ganz wichtig ist, Masken weg. Nein. Nein, ohne Schmäh. Okay. Ganz wichtig ist auch, dass man auch Weinbegleitung dabei hat, weil man will ja was erleben. Es soll nicht nur ein Kochkurs sein, wo man irgendwas lernt und sich da verkrampft, sondern es soll ja Spaß machen. Absolut, ja. Das heißt, das ist ausschließlich dem Brotbacken gewidmet? Das ist ausschließlich dem Brotbacken gewidmet. Natürlich in Zukunft auch meinen Kuchen, weil wir da immer einen Tageskuchen auf der Karte geben, je nach Saison. Sei es jetzt eine Apfelschlanke oder Biskuitrolade oder was auch immer, ja? Was mir gerade einfällt. Das Lokal ist offen. Das ist ein Lokal, oder? Das ist ein Lokal, das ist ein Gasthaus. Das heißt, wir haben ganz normale Öffnungszeiten, Mittwoch und Donnerstag ist einfach mal zu. Sonntag haben wir zum Beispiel von 10 bis 20 Uhr offen. Kann man Mittagessen kaufen? Mittagessen warm auskochen tun wir nur auf Vorbestellung. Es wird ab 8. November ganze Wochen geben, die ausschreiben. Die kann man vorbestellen, dann kann man warm essen kommen. Oder im Dezember Mittwochen. Und das gibt es alles im Internet? Das findet man dann im Internet. Ja. Ganze Wochen deswegen, wir haben den Thomas im Ort, der Ganze züchtet, ist naheliegend. Und bitte, da sage ich als ehemalige Agrarlandesleute, dazu stehen und ich weiß, das tun sie. Einfach wirklich eine einheimische Gastkosten. Das ist der Unterschied zwischen der burgenländisch vor Ort groß werdenden Gans und der ungarischen gestopften Gans. Und für die kann ich dann nicht das Gleiche verlangen, für die burgenländische. Da muss man den Mut haben und muss man sagen, das ist regional und das muss gewachsen vor Ort. Ja, absolut. Genau.